Willkommen zurück hier bei The Witcher 3 und wir sind in Ochsenfurt, haben in der letzten Folge Tamara, also die Tochter des Barons, gefunden, haben uns mit ihr unterhalten und herausgefunden, dass sie nicht wieder zurück möchte zu ihrem Vater, was man ihr nicht verübeln kann, und gucken uns jetzt erstmal ein bisschen hier um, denn hier gibt's bisschen was zu holen, beziehungsweise erstmal zu entdecken. Das ist ja die erste größere Stadt, die wir aufsuchen. Bisher waren wir nur in den kleinen Dörfern oder in Krenfels und jetzt sind wir endlich hier in einer großen Stadt und schauen uns hier mal ein bisschen um. Hier haben wir einen Rüstungsschmied. Oh, der hat aber bestimmt ordentliches Angebot. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstung, richtig? Klar, wovon denn sonst? Na, man weiß ja nicht. So, erstmal gucken wir uns an, was der denn so hat. Vielleicht gibt es was Schönes zu kaufen. Sieht aber nicht so aus. Und wir haben 1000 Kronen. Ah, und wir haben die Axt, die können wir anlegen. Das ist natürlich sehr gut. So, erstmal reparieren wir unser Silberschwert, unseren Brustpanzer. Ah, okay, wir reparieren erstmal alles. Und dann gucken wir weiter. So, zerlegen. Handeln. Nein, herstellen. So, mal schauen, was er denn alles Schönes herstellen kann. Ah, okay. Kleiner Runstein. Er kann also hier diese Runsteine kann man herstellen. Mit dem Staub. Das ist sehr gut. So, hier gibt es Pferdenleserstiefeln. Assassinstiefel. Kann er die Assassinhosen herstellen? Das wäre natürlich richtig cool. Ja, die kann er herstellen. Ich kann die auch benutzen. Perfekt. 150 Vitalität mehr. Und 17 Rüstung mehr. Bitte einmal herstellen. Vielen Dank. So, Hosen haben wir. Stiefel brauchen wir eigentlich aber auch bessere. Leder. Leder, Leder, Leder. Gucken wir mal, was er an Brustpanzern herstellen kann. Level 16, Level 3. Level 1, Level 24. Level 15. Level 27. Wir haben für Level 12, 11 haben wir noch nichts. So, Handschuhe. Assassinen-Handschuhe sind erst ab Stufe 12. Okay, also wir haben auf jeden Fall mal eine schöne Hose bekommen. Bis dann. Bis dann. Die legen wir gleich mal an. Sehr schön. So, 5000 Vitalität. Und was packen wir rein? Eine große Adrenalin-Gewinn plus 3% Chance auf Einfrieren. Chance auf Betäuben. Axi-Zeichen. Aha. Cool. Quen. Ah, ich hätte eigentlich gern mehr Igni. Plus 3% Adrenalin gewinnen. Okay, jetzt packen wir erstmal unsere Axt an. 400 DPS auf der Waffe. Das ist natürlich sehr gut. Okay, das kann ich auf jeden Fall. Axi, was war denn Axi? Axi war die Gedankenbeeinflussung. Brauche ich erstmal nicht. Gucken wir mal weiter. Vielleicht kann er auch noch ein paar. Gibt es hier noch einen schönen Waffenschmied? Schauen wir mal. Nee, aber ein Barbier gibt's. Cool. Dann gehen wir mal zum Friseur. Vielleicht kann man sich da mal eine schöne Frisur verpassen lassen. Hier rein. Ist das hier der Barbier?
Es sieht irgendwie nicht so aus, aber hier kann man ein bisschen was mitnehmen. Haha. Altes Ziegenfell. Das ist geil. Du kannst in die Häuser reingehen. Das ist doch herrlich. Alkoholist. Silberplatte. Abgeschlossen. Schade, schade. Hm. Hier ist noch was. Blaubeeren und Kästchen. Okay. So, wo ist denn der Eingang zum Barbier? Hier ist der Eingang zum Barbier. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Na? Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Bring mein Äußeres in Ordnung. Oho. So, neue Frisur. Gucken wir mal. Seiten rasiert, elfischer Rebellenschnitt. Da gucken wir mal, wie der aussieht. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Lang und offen. Yeah. Jawohl. So, Vollbart getrimmt. Buschiger Spitzbart. Vollbart getrimmt. Den nehmen wir. Aber den haben wir doch gerade, oder? Da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Ja, egal. Offene Haare. Jawohl. Yay. Oh, und wisst ihr, was wir jetzt mal einstellen? Wir stellen mal die Hairworks ein. Die haben wir bisher ausgehabt. Sieht das Ganze mal ein bisschen edler aus. Sehr schön. Okay. Gut, so. In Ochsenfurt gibt es bisher erstmal nicht, so wie ich das im Moment sehe. Hier waren wir überall. In der Taverne waren wir jetzt noch nicht. Aber wir haben ja schon das Brett uns angeschaut und haben hier natürlich ein paar Sachen. Und zwar hier und hier drüben noch drei. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an und werden dann nachher mit dem Boot rüberschwimmen. Dazu marken wir uns mal hier das Ganze und gucken mal, was es dazu tun gibt. Beziehungsweise wir gucken mal unsere Quests durch. Die haben wir ja auch noch. So, Familienangeleier, Herrinnen des Waldes, Scheiterhaufen in Nobingrad, Skellige, vier Fäuste, fliegende Fäuste wählen. Das Ahnenfest. Ach, das ist der Weideler auf der Insel. Freiwilliger, Hexeraufträge, Hanna aus den Wäldern. Sprich mit dem Dorfältesten in Mittelhain, die lustige Witwe, sprich mit dem Totengräber. Das sind die Schatzsuchen. Gucken wir mal, haben wir viel? Okay, bisher zwei nicht abgeschlossen bzw. fehlgeschlagene Aufträge. Gut, dann machen wir mal das Ahnenfest mit dem Weideler. Das heißt, einmal zum Schild bitte. Zum Hafen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Also hier ist ja was los. Guck dir das an. Guck's dir an. Guck's dir an. So, auf die Insel hier unten. Axi-Zeichen kannst du Aalgule ihre Stacheln einzufahren. Ah, sehr gut. Hilfreiche Tipps. Beim Pferderennen und auf deinen Reisen kannst du bessere Ausrüstungsgegenstände für dein Pferd finden. Sehr schön. So, wo ist er? Ist sie? Entschuldigung, ist ja ein Weibchen. Eine Stute, haben wir letztens erst super festgestellt. So, na dann, auf zum Herrn von und zu Weideler. Cool. Oh, nee. Ja, putz uns mal runter, ihr blöden Viecher. Weg. Weg, 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 weg. Verdammt.
Renn! Erlegt! Na, 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 na. So. Hey, das reicht. Ghoulblut. Achso, wie viel? 62 haben wir von 90. Okay. Gut. So viel dazu. Haben wir das auch wieder geklärt hier. Regenerieren tut sich unsere HP ja. Das ist super. So, jetzt auf zum Steinkreis. Der war ja hier hinten. Dann gucken wir mal, was der gute Weideler so vorhat. Ich denke, das sind mehrere. Ach hier, guck mal. Ich komm bald wieder. Mach mal Pause. Ich komm bald wieder. Hä? Ich komm bald wieder. Triff den Weideler beim Steinkreis. Da bin ich doch. Oh, was haben wir hier? Ja. Und jetzt? Nebenquests. Ich komm bald wieder. Ach so, Mitternacht. Ach ja. Mitternacht sollte es ja sein. Also meditieren und warten. Ja, begraben. Sie werden erzählen von ab. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ja, wie sind die denn hier rübergekommen? Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Na toll. Na dann. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Ja. Machen wir. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Na dann, los geht's. Jetzt gucken wir erstmal, womit wir es denn eigentlich zu tun haben. Da kommen sie doch schon. Okay, ertrunkene Igni. Und wir schmeißen mal Hybriden. Bestien, Konstrukte, Verfluchte. Das sind bestimmt Verfluchte. Wer seid ihr? Seht dieses Zeichen. Sanft und schwach. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Ihr wisst sicher! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Ja! Ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist durch die Stimme der Nacht! Erledigt! Nächsten! Oder kommt da noch was Großes? Hört ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit. Sofort aufhören. Die verlorenen Seelen. Wir müssen ihnen helfen. Ruhe. Ich dulde keine Nekromantie. Na, was sind die denn für schöne Jungs?
Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Na dann. Gute Leute, verlasst diesen Ort nicht. Ihr dürft den Kreis nicht brechen. Alles ist still. Easy, easy. Kollege, ich glaube, es spinnt. NP! Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Ja, hoffentlich war das nicht schlimm. Wir können es nicht abbrechen. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, Gott, haben die eine Macke. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Na toll. Dies ist heiliger Boden! Könnt ihr jetzt mal das... Hilf ab mit dir! Dies ist heiliger Boden! Oh, ihr geht mir auf den Senkel, Leute! Eins, wo ist die Nummer zwei? Nummer zwei weg. Nummer drei. Nummer drei. Jetzt sind sie weg, ja? Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Okay. Und wieder ein neuer Auftrag. So, 200 Erfahrungspunkte. Ein bisschen Hexenjägerschwert. Na, das ist doch mal was. Stufe 8, Stufe 10. Plus 3 Adrenalin gewinnen. Na, wie geil. Cool. Hier, das nehmen wir auch noch alles mit. Und vor allen Dingen die Geister mit ihrem Staub. Es klärt auf. So, wo genau ist jetzt das Grab von dem Vater? Da oben. Im Sumpf. Okay. Hier haben wir einen Wegpunkt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir kommen da eigentlich relativ schnell hin. So, Pferdl steht noch bereit. So still auf einmal hier. So still auf einmal. Ja, man muss schon sagen, es ist schon sehr cool. Gerade weil halt die Entscheidungen, die man trifft, ja, die sind unwiderrufbar. Das heißt, wenn du einmal dich dazu entschieden hast, dem zu helfen oder was zu machen, dann bleibt es halt auch so. So, Niederwirr. Auf geht's. Da ist auch gleich noch ein schwarzes Brett. Das können wir gleich mal noch mit nutzen und da mal schauen, was wir Schönes haben.
und was es Schönes zu tun gibt. 3 Uhr morgens, 3 Uhr nachts, je nachdem. Der Dorfälteste sitzt hier. So, Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Gerber, Kirschner sucht Arbeit, Rattenfänger ist in der Gegend, Auftrag Monster aus dem Sumpf. Aha, auch nicht schlecht. So, der pennt, ne? Komm, aufstehen. Ach Gott. Gut, Gaul. Komm mal her. Weiter so, Plätze. So, wir wollen natürlich jetzt klären, was das mit dem Vater auf sich hat. Also, Hobby Hobby, Abgaloppi. Pferd, wo hängen wir denn jetzt? Los, los. Das ist hier aber alles ein bisschen... Ach nö. Steigen wir mal ab. Hopp. Dann laufen wir halt. Dann laufen wir halt. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Ertrunkene. Wollten sie mir eine kleine Falle stellen, hä? Wir haben es auch fast geschafft, um das zu sagen. Aber ich bin ein bisschen outleveled. Und dementsprechend keine Chance. Dementsprechend keine Chance. Abgeschlossen. Das ist doof. So, weiter geht's. Ich habe mal ein bisschen an der Grafik rumgeschwerkelt und rumgeschraubt. Ich hoffe, das sieht jetzt besser aus, aber wenn ich merke, dass das natürlich von der Framerate nicht so doch. Oi, was ist das hier, Jungs? Spinn doch. Wechseln. Stirb. Ei, den habe ich in der Mitte zerlegt. Den auch. Ich frage mich, was ich mit dem Monsterblut so herstellen kann, mal. Ah, ich glaube, ich stelle die Grafik doch ein bisschen runter, mal. Grafik allgemein. Oh, das ist die Nachbearbeitung. Hier, stellen wir mal alles aus. Lichtstrahlen lassen wir noch an. Okay, und noch die Objektsicht weiter auf. Nicht ganz so hoch. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Das macht's doch schon mal weicher auf jeden Fall zu spielen. Na, vielleicht können wir die anderen Sachen wieder einschalten. Zack, zack. Zack. Ja, das sieht gut aus. Der sieht gut aus. Da ist nicht mehr so viel. So viele Lecks. Ja, es ist schon ein ganz schöner Hardwarefresser, das Spiel. Das muss man schon mal sagen. So, also, der Papa liegt im Sumpf. Ach, wir sind natürlich ertrunken, ne? Ne, was sind das denn hier? Moder heute. Hast du dir so gedacht? Peng macht's. Peng macht's. Na, 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 na. Erledigt. Ich muss mal irgendwie was finden. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück.
So, sprich mit dem Weideler. Wo ist der? Wieder in seiner Hütte? Ja, okay, gut. Wir werden jetzt aber hier mal ganz kurz uns noch ein bisschen umschauen. Ne? Jetzt, wenn wir einmal hier sind. Warum sollen wir denn da wieder zurück? Was haben wir da? Da haben wir ein Boot. Ein Boot. Hopp. Oh, ein Monsternest. Bleibe doch bitte stehen. Verdammt! Renn! Mach's auf Hangor. Gibt's noch nicht hier. Welch jetzt? Ah, oh, Gift. Noch mehr? Ach, die Scheiße, hier sind ja ewig viele. Ja, Scheiße trifft's ganz gut gerade. Nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Ja, so viel zum Thema. Zeit zu sterben. Genau. Sehe ich auch so. So, kurz schnell alles einsammeln, rübergehen und das. Hier kommen die Ertrunkenen her. Nest. Ich sollte es zerstören. Zerstören? Da ist schon wieder einer. Au! Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ertrunkener Toter. Du bist mir ein alter Verwalter. Das ist gerade extrem uncool. Inventar. Wo ist das Essen? Wo ist das Essen? Da ist das Essen. Gegrilltes Fleisch und... Schnell regenerieren. Fuck, what the fuck, what the fuck? Stirb bitte schnell jetzt! Warum habe ich hier nichts drin? Ja, super, nichts gesehen. Ach komm, jetzt hier. Zack, einmal irgendwie. Holla, 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 holla. Das war knapp. Auf jeden Fall war das knapp. Scheißgift raus. So, einmal meditieren. Okay, Gott sei Dank. Wieder gerettet. Hei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 e
Nee, den Berg hochkraxeln wieder. Aber so einen Berg hatte ich auch noch nicht gehabt. Aber dass man nicht ein bewachter Schatz ist, hä? Garantiert. Ach nee, oh, perfekt, ein Schrein. Juhu! Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Nicht wieder runter. Hoppala. Könntest du jetzt bitte einfach stehen bleiben? Danke. Oh, jetzt hör halt auf. Warte mal, kann ich darüber? Jaha, sehr schön. Magie, ein Ort der Macht. Juhu! Oh, jetzt hat mir mal ein bisschen Blick. Das ist ja cool. Juhu! Ja. So wieder runter. Hopp. Sehr schön. Und hier unten haben wir auch gleich noch was. Nehmen wir mit. Und hopp. Ein Wolf. Ein Einsamer. Ja, One-Shot, mein Lieber. One-Shot. Kein Problem. Oh, ein Monsterlager. Okay, cool. Alles klar. Hier gucken wir dann das nächste Mal rein. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.